Halli, hallo liebe Leute, ich bin Karawind und wir wählen uns jetzt in unser erstes Let's Play. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Für die meisten Kingdom Hearts Fans ist dieses eher eine Zwischenstory von dem, was von Teil 2 zu dem demnächst erscheinenden Teil 3 passiert. So, ich denke mal, die Intro müssen wir uns jetzt nicht unbedingt geben und wir springen direkt rüber ins eigentliche Spiel. So, das ist Ventus. In den Vorgängerteilen Kingdom Hearts 2 hieß er Roxas. Ich weiß nicht, wieso in der englischen Fassung anders heißt. Aber ich denke mal, das wird sich vielleicht im Laufe des Spiels noch herausfinden. Ja. Und auf geht's in unser kleines Abenteuer. So, wir haben zu Anfang natürlich die Auswahl zwischen drei Charakteren. Terra, Ventus und Aqua. Da ich eher der Typ bin, der lieber die originalen Hauptcharaktere spielt, gehe ich direkt auf Ventus rüber. So, und er hat als Besonderheit, er hält sein Schlüsselschwert rückwärts in der Hand. Sieht zwar faszinierend aus, aber persönlich würde ich jetzt sagen, ich könnte da keinen großen Schwung rausholen. So, wir starten im Königssaal. Da ist Ventus. Irgendein alter Mann. Gib mir Morphium! Ja. Also das sieht aus wie einer vom Mulansreich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, welche Disney-Charaktere wir in diesem Teil treffen werden. Ich lasse mich mal ganz überraschen. Heute wird examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. Okay, ja, wie er sagt, es gibt zwei Schlüsselschwertträger, einmal Terra und einmal Aqua. In den Vorgängerteilen war es so, dass nur Sora das Schlüsselschwert hatte und Mickey Maus. Ja gut, und später halt ein Fake-Schlüsselschwert hatte Rico. Jetzt ist aber halt die Frage, wie ist es genau geregelt, dass alle auf einmal ein Schlüsselschwert haben? So, und ich meine ja persönlich, dieser Teil hier spielt ja... Okay, der hat auch ein Schlüsselschwert. Ich sag mal, dieser Teil, die spielt hier in der Zeit, als Sora noch am Schlafen ist. Okay. Na? Scheint so, als müssten wir gleich kämpfen. Ja. Okay, auf geht's. Don't worry about me. Macht euch keine Sorgen über mich, ich frecke hier nicht. Ich habe ein Schlüsselschwert. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He could take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Okay. Stay sharp, then. Ich hoffe mal, ich komme mit der Grundsteuerung jetzt klar. Da ich den Teil von der PSP bis jetzt noch nicht gespielt habe. Alles klar. Fixier mal an! Nein! Alles klar. Okay, ist ziemlich kompliziert, wenn du das nicht gewohnt bist, auf dem PC, auf dem Emulator mit Controller zu zocken. Also ja, jetzt reicht sie dann mal. Okay, ja, weiß schon nicht aus, du blödes Sau-Ding da. Okay, wir haben es geschafft. Das war jetzt erste kleine Kampf. So, und unsere maximale AP wurde gesteigert. So, das sind jetzt die neuen Kommandos-Blocks. Ich bin erstmal sehr gespannt, wie die funktionieren.
Und ich bin auch gespannt, ob wir uns verwandeln können wie in den Vorgängerteilen zuvor auch mit dem Overdrive. It was an excellent test. One I chose to let unfold. Ah, okay, das Ganze war nur ein Test, um zu gucken, wie blöd wir uns anstellen. Now, Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners. Okay, es gibt keinen Gewinner. For when equal powers clash, their nature. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht mit einem von den beiden gerade spielen. Nee, ist ein schöner Schaukampf. Ich frage mich gerade, ob sich die Story auch prinzipiell verändert, wenn ich jetzt mit Terra gespielt hätte oder mit Aqua. Oder ob die Story dann genauso wäre, nur halt, dass Roxas einer von den Meisterkämpfern ist. Das ist eine gute Frage. Eine sehr gute Frage. Oder was meint ihr dazu? Es verändert sich die Story, je nachdem, mit wem du spielst. We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, you fail to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Okay, also relativ interessant ist es auf jeden Fall mal, trotzdem, dass ich nicht so gut bin in Übersetzen von Englisch, wenn ich den Text nur lese. Verstehe ich schon, worum es geht. Ich hoffe, ihr versteht es auch. Ich bin jetzt nicht der typische Let's Player, der alles versucht zu übersetzen. In, also wie zum Beispiel jetzt hier in dem Game, wenn es auf Englisch ist. Ja, woher kommt die Dunkelheit? Aus meinem dunklen Raum. Nein. Hey, das ist doch Rico. Somebody's gotta brick that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. I know that. Okay. He just needs a little incentive to leave home. Ich finde Kingdom Hearts trotzdem geil gemacht. Ich finde nur schade, dass mir wurde letztlich auf der Gamescom gesagt, wo ich da war, 2015 oder 16 soll erst der dritte Teil erscheinen für die PlayStation 4. Und da die meisten Fans schon seit über 5 Jahren bald drauf warten, ist es schon ziemlich blöd in dem Sinne, dass wir nur mit den PSP und den DS-Teilen zurückgehalten werden. Gut, zwar ist es eine gute Alternative, aber im Endeffekt ist dann halt der Übergang, wenn du nur die Originalteile gespielt hast, 1 und 2 und dann auf 3 übergehst, dann fehlt dir ein gutes Stück. Huh? Who are you? Or you'll never see Terra again. What? Get real. I can see Terra anytime I want. Like right now? He's leaving you behind. And by the time you catch up, he'll be a different person. Naja. Look, whoever you are, you don't know the first thing about Terra. Me and him will always be a team. You trying to pick a fight or what? Wir werden immer ein Team sein. Wir werden da sein, wenn du mich brauchst. Is that what you call friendship? You'll never know the truth unless you go out and look for it yourself. You'll never know the truth about the distance between you. Come on, what could you possibly know when you're stuck here, looking at nothing but what's in your tiny world? Da ist ein schwarzes Portal. Warte. Komischerweise dürfen wir da auch nicht durchgehen. Kara? Ja? Wo weht der Wind? In der Sahara. Ah ja, für die Leute, die vielleicht die Zockerbubis kennen, ich bin da auch mit bei den Let's Play Togethers mit dabei. Also nur, falls es den Leuten wichtig ist, dass sie auch mal einen etwas bekloppteren dabei haben. Ich denke mal, ihr werdet im Laufe der Zeit mich was besser kennenlernen. Ja! Ui, ich finde diese übertrieben langen Filmsequenzen manchmal ein bisschen was ätzend. Obwohl, hat auch was von Disney her. It's okay. Naja. Aber wie gesagt, Kingdom Hearts kann ich nur jedem weiterempfehlen. Weil
was zur Hölle? War Terra dann nicht einer der Charaktere, wie man in Teil 2 gesehen hatte? Also wenn du das Spiel hundertprozentig geschafft hast, einer dieser Ritter mit dem Schlüsselschwert? Das ist mal der Hammer. Das ist wirklich hammerhart. Wir können das auch. Jetzt bin ich gerade etwas verwirrt. Jetzt bin ich gerade wirklich etwas verwirrt. Forge the Dealing with Aqua. Alles klar, die Dealings sind die Fähigkeiten, denke ich mal, mit denen wir die rufen können. Ja, genau richtig. Ich weiß auch gar nicht, ob wir in diesem Teil überhaupt sowas wie den Genie in Teil 2 rufen könnten oder weiß ich wen. Aber das werden wir im Verlauf des Spiels noch sehen. Alles klar. So, wir können jetzt die erste Welt gleich bereisen. So, und dann fangen wir im nächsten Let's Play damit an.